Heute werden wir uns mit einem völlig mysteriösen Thema befassen, der letzten Schlacht auf der Erde, auch bekannt als die Schlacht von Armageddon, in der es um niemand anderen als Israel geht. Es scheint, dass Gott den Blick der ganzen Welt absichtlich auf diese Nation gelenkt hat. Und wie wir sehen, wird Israel nicht aus diesem Rampenlicht verschwinden, das nur noch größer zu werden scheint. Wie wir gut wissen, befindet sich Israel in einem ständigen Kampf und unaufhörlichen Aufruhr mit dem palästinensischen Volk. Aber um wirklich zu verstehen, wer die Palästinenser sind und wie dieser Konflikt zu seinem aktuellen Höhepunkt gekommen ist, müssen wir in die Zeit des Alten Testaments zurückkehren. Es gibt einen wichtigen Punkt, den wir im Auge behalten müssen, bevor wir uns mit dieser Geschichte befassen. Gott versprach den Israeliten, seinem auserwählten Volk, dass er selbst dann, wenn er sie in den letzten Tagen des Alten Testaments richtete, immer noch ihr Gott sein und zurückkehren würde sie in ihre Heimat Israel, in der Endzeit kurz bevor Jesus zurückkehrte, um sein tausendjähriges Königreich zu errichten. Seitdem das jüdische Volk im Jahr 70 nach Christus aus Israel vertrieben wurde, hat Gott es geschafft, sein Heimatland zu bewahren, damit es nicht zu einem anderen Staat, Land oder einer anderen Nation unter der Herrschaft verschiedener Bevölkerungsgruppen wird, die es im Laufe der Jahrhunderte besetzt haben. Erstaunlicherweise erklärten die Juden erst 1948 offiziell den Staat Israel und wurden von anderen Nationen anerkannt, was beweist, dass Gott sein ursprüngliches Bundesversprechen mit den Juden aus dem Alten Testament erfüllte, sie aus Israel zurückzubringen, sein Land in den letzten Tagen. Israel grenzt im Norden an den Libanon, im Nordosten an Syrien und im Südwesten an Ägypten und wurde in einer Region gegründet, die früher als Palästina, das heilige Land der Bibel, bekannt war. Unsere Geschichte beginnt mit Moses, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Nachdem sie 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert waren, konnten Moses und alle über 20 Jahre das gelobte Land nicht betreten. Josua und Kaleb führten dann die nächste Generation in das gelobte Land, das dem von den Kanaanitern bewohnten Gebiet Palästinas entspricht, das ursprünglich als Land Kanaan bekannt war. Josua führte sein Volk durch dieses Land und besiegte und vertrieb die Nationen, die das Land besetzten, das Gott ihnen gewähren wollte. Nachdem sie sich im gelobten Land niedergelassen hatten, bildeten die Juden einen Stammesbund und gründeten die biblischen Königreiche Israel und Juda. Später wurde das Königreich Judäa gegründet und seitdem waren die biblischen Königreiche Israel, Juda und Judäa die einzigen unabhängigen und souveränen Staaten, die in Israel-Palästina existierten. Überraschenderweise ist es seit der Vertreibung der Juden im 70. Jahr Enno Kürzen, als die Römer die Region eroberten, keiner anderen Gruppe von Menschen gelungen, dort einen Staat zu gründen. Palästina wurde eine Provinz des Römischen Reiches und später, mit dem Untergang des Römischen Reiches, ging die Region in die Hände des Byzantinischen Reiches christlichen Glaubens über. Der Wind des Wandels wehte jedoch erneut im Jahr 638 in Kürzen, als ein muslimisch-arabischer Führer Palästina eroberte, es dem Byzantinischen Reich entriss und es einem muslimisch-arabischen Reich annektierte. In dieser Zeit konvertierten viele Einwohner Palästinas zum Islam, obwohl das Land selbst unter muslimischer Herrschaft nie offiziell ein Staat oder Land wurde. In einer neuen Wendung der Ereignisse übernahmen 1999 europäische christliche Kreuzfahrer die Region Palästina. Trotz dieser Eroberung gelang es den Kreuzfahrern auch nicht, Palästina als offiziellen Staat oder Land zu etablieren, sondern nutzten die Region eher als Militärstützpunkt. Palästina ging dann in die Hände Syriens und wurde anschließend während des Ersten Weltkriegs von den Osmanen kontrolliert. Nach der Niederlage der Osmanen kam es zu weiteren Veränderungen und die Briten übernahmen die Kontrolle über Palästina und regierten es vorübergehend unter dem Völkerbund. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Palästina trotz all dieser Macht- und Besatzungswechsel nie offiziell ein Staat oder Land wurde. Eine kurze Pause in diesem Video, um Sie daran zu erinnern, hier im Kanal zu abonnieren, ist es sehr wichtig, dass Sie abonniert sind. Hier in den Kommentaren behob: Ich habe etwas Besonderes für Sie, achten Sie darauf, es zu überprüfen. Im Laufe der Zeit, etwa in den 1850er Jahren, begannen Juden in kleinen Gruppen nach Palästina zurückzukehren. Zu dieser Zeit war das Land ziemlich öde und scheinbar unattraktiv. Die Juden, die nach Palästina zurückkehrten, ließen sich durch die Verwüstung des Landes nicht entmutigen. Sie begannen es zu kultivieren und ließen es wieder aufblühen und gedeihen. Diese Rückkehr und Wiederbelebung des Landes ist sicherlich ein interessantes und wichtiges Kapitel in der Geschichte der Region. Der Grund dafür, dass das Land eine Zeit lang so verlassen war, liegt darin, dass seltsamerweise kein anderes Land oder Volk beschlossen hatte, es als sein Eigentum zu beanspruchen. Ohne ein Gefühl von Besitz und Fürsorge wurde das Land unbebaut gelassen und nicht in vollem Umfang genutzt. Doch als die Juden zurückkehrten und das Land wieder zu gedeihen begann,
begannen auch andere, darunter Araber aus benachbarten Ländern des Nahen Ostens, dorthin auszuwandern. Diese Konvergenz der Kulturen und die Transformation des Landes begannen die Geschichte zu prägen, die wir heute kennen. Es ist üblich, dass Palästinenser Juden beschuldigen, sie zu vertreiben, aber die historische Darstellung ist etwas komplexer. In den 1850er Jahren kehrten Juden nach Palästina zurück und belebten das Land durch ihre landwirtschaftlichen Bemühungen. Andererseits kehrten die Araber später zurück, angezogen vom Wohlstand, den die Juden der Region gebracht hatten. Im Laufe der 1850er Jahre begannen andere Menschen, darunter auch Araber, in die Region auszuwandern, wodurch eine reiche Vielfalt an Kulturen entstand. Allerdings wurden sowohl Juden als auch Araber die Hauptbewohner dieses sich verändernden Landes. Als in den 1830er Jahren der Zweite Weltkrieg ausbrach, suchten immer mehr Juden Zuflucht in Palästina und nach dem Holocaust beschlossen viele Juden aus aller Welt, dorthin auszuwandern. Diese komplizierte und wechselvolle Geschichte hatte bereits am Ende des Zweiten Weltkriegs die demografische Landschaft der Region geprägt. In den 1940er Jahren kehrten Juden, die sich nach Sicherheit und Unabhängigkeit sehnten, in ihr angestammtes Land Palästina zurück. Allerdings kehrten im gleichen Zeitraum auch viele Araber zurück. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel offiziell ausgerufen und die Araber, die jetzt dort lebten, wurden Palästinenser genannt und beanspruchten das Land als ihr Land und nicht als das der Juden. Nach der Gründung Israels nahmen die Spannungen zu und die Palästinenser begannen, unterstützt von arabischen Nationen wie Ägypten, Irak und Jordanien, sich dem neu gegründeten Staat Israel zu widersetzen. Das jüdische Volk blieb jedoch entschlossen, seinen Staat in seiner historischen Heimat zu errichten. Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern dauern bis heute an und machen den Konflikt zu einem der längsten und umstrittensten in der modernen Geschichte. Es ist wichtig zu betonen, dass Gott aus der Perspektive der Prophezeiung immer beabsichtigte, dass die Juden vor der Wiederkunft Jesu Christi in ihr Land zurückkehren würden, was darauf hindeutet, dass wir in der Endzeit leben. Gott versprach, dass Israel bei seiner Rückkehr im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit und Kontroverse stehen würde. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Wenn Sie es mögen, klicken Sie auf den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal. Für Ihre Aufmerksamkeit vielen Dank. Mögen alle bei Gott bleiben.